Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Highbike Esduro Hardfore 2.0 vor. Ja, dieses Fahrrad richtet sich an junge Heranwachsende. Hier steht das Alter sogar drauf, 8+. Highbike will damit die Lücke schließen, die sich oft auftut bei Familienfahrten, wenn die Kleinen nicht ganz so gut hinterherkommen. Und deswegen haben sie sich gedacht, hey, bringen wir doch einfach ein E-Bike für die Kleinen raus, wo sie dann problemlos auch mal längere Strecken mit den Eltern zum Beispiel zusammen fahren können. Ja, und hier ist es nun, das Highbike Esduro Hardfore 2.0. Gefertigt ist es qualitativ hochwertig, so wie man es auch von Highbike gewohnt ist, mit der inverlegten Zugführung, eine Highbike-typische Geometrie, die in der Kindervariante eben auch gebaut wurde. Der Laufradsatz hat 24 Zoll und richtet sich eben, wie es halt in dem Alter ist, an eher kleinere Fahrer. Die Reifen hier sind die Schwalbe Tabletop-Reifen. Die sind auch im Dirtbike-Segment oft verbaut und zeichnen sich besonders durch ihren geringen Rollwiderstand aus. Der Lenker kommt von Highbike, genauso wie der Vorbau. Sieht relativ sportlich aus. Der Vorbau hier nach unten, also umgedreht, man kann ihn natürlich auch andersrum montieren, dann neigt sich der Vorbau eher nach oben. Außerdem haben wir hier selbstverständlich die Highbike-Sattelstütze und den Highbike-Sattel, die das Ganze komplettieren. Ja, von der Farbgebung her sieht es meiner Meinung nach wirklich toll aus, dieses Fahrrad. Wir haben hier einen Hochglanzlack, der in Blau vor allen Dingen daherkommt, mit weißem und rotem Dekor. Sogar hier der eine Zug, sogar der ist rot gehalten, sieht wirklich totschick aus. Das Herzstück ist selbstverständlich der Motor. Hier wurde der Yamaha PW-Motor verbaut, dessen maximales Drehmoment bei ganzen 70 Newtonmetern liegt und somit kommen selbst im jüngsten Alter jetzt die Kleinen auf die höchsten Gipfel hoch. Geschützt wird der Motor durch die von Highbike entwickelte Skipblade, sowie eben auch bei den Erwachsenenmodellen eine Kunststoffplatte, die den Motor vor zum Beispiel Steinschlägen schützt. Die Akkukapazität liegt bei 400 Wattstunden, so sind auch längere Touren kein Problem und wir haben hier ein sehr übersichtliches LED-Display, wo alles kompakt angezeigt wird. Außerdem kann man hierüber die Unterstützungsstufen einstellen, die zwischen High, Standard und dem Eco-Modus einzustellen sind. Eine Sache ist auf jeden Fall noch zu sagen, der Motor ist gedrosselt auf maximal 19,5 km/h, damit das Ganze nicht allzu gefährlich ist, falls die Kleinen die ganze Zeit auf die Tube drücken. Jetzt komme ich zum Schaltwerk. Hier ist das Shimano Altus 9-Fach-Schaltwerk verbaut mit der dazu passenden Kassette und selbstverständlich Kette sowie dem 9-Fach-Schalthebel. So haben die Kinder insgesamt 9 Gänge zur Verfügung und so sollten sie auf jeder Tour bestens bedient sein. Gebremst wird mit hydraulischen Tektro-Scheibenbremsen mit jeweils 160 mm Bremsscheiben, die die Kleinen jederzeit sicher zum Stehen bringen. Das Highbike Esduro Hardfore 2.0 ist bei uns für 1.999 € erhältlich und bekommt auf jeden Fall den Spagat hin zwischen einem kindgerechten Fahrrad und einem E-Bike. Wenn ihr es einmal ausprobieren wollt, dann macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in eine unserer Filialen oder bestellt es doch einfach unter fahrrad-xxl.de.